Mein Name ist Marius und ich bin der Veranstalter von Ecstatic Dance Events. Ich bin DJ, Musiker und mache das jetzt schon seit 6 Jahren. Zu meinem Hintergrund, ich bin eigentlich Diplom-Umweltwissenschaftler und habe auch ganz lange in diesem Bereich gearbeitet. Aber irgendwann habe ich das ad acta gelegt und bin in meiner Passion gefolgt, Musik zu machen, Events zu machen, aufzutreten. Ich mache seit über 20 Jahren Musik, spiele Didgeridoo und vor 6 Jahren bin ich eben auf Ecstatic Dance gestoßen in Berlin. Ecstatic Dance, das ist ganz einfach gesagt eine rauch- und drogenfreie Barfußtanzveranstaltung in sehr geil. Na, also das ist, für mich ist das einfach die beste Art zu feiern. Ich liebe das, ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß und Menschen kommen da zusammen und man tanzt gemeinsam sich in einen natürlichen Rauschzustand hinein, in die natürlichen Glücksgefühle, eben in einen ekstatischen Zustand. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ecstatic Dance. Ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid. Dass es ein sicherer Rahmen ist, wo man auch gewisse Spielregeln hat, die sind ganz einfach, es wird nicht geredet beim Tanzen und man respektiert den persönlichen Raum der anderen. Ja, damit man eben Safe Space hat, wo man sich dann auch in diesem Tanzritual authentisch zeigen kann, wo man einfach wirklich sicher sein kann, dass man auch nicht bewertet wird, zum Beispiel, wie man sich bewegt. Ja, und das erzeugt einen Raum, in dem dann eben die Leute wirklich richtig losgelassen, losgelöst tanzen und ganz, ganz, ganz viel Freude empfinden. Es geht ganz ruhig und getragen los und dann baut sich es immer stärker auf bis zu so einer Klimax. Mittlerweile, glaube ich, das 6. Mal hier und es macht süchtig. Es macht so süchtig, weil man tanzt sich so in Ekstase, dass man sich wie auf Drogen fühlt. Ich glaube auch dieser sichere Raum, der ist auch so wichtig irgendwie bei der Sache. Also, dass die Leute dann ganz anders aus sich rauskommen und das ist einfach schön. Also, ich habe die ganze Zeit hier grinsen müssen und lächeln müssen einfach, weil es einfach einen absolut glücklich macht, wie die Leute sich so gehen lassen können bei der Sache. Ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben, was da mit mir abgeht. Und wenn immer wieder so eine ruhigere Phase kommt, dann denke ich, oh ja, das könnte ich mich auch irgendwie hinlegen. Und dann schafft es die Musik wieder, einen so mitzureißen, dass man wieder vollkommen ausflippt und man sich vollkommen auf diese Energie einlassen kann. Und in dieser Klimax kann es eben gern sehr gut sein, dass alle komplett ausrasten, dass sie jubeln vor Freude und dann geht das wieder runter, also wie gesagt, in so Wellen verläuft. Und zum Schluss wird das ganz langsam wieder runtergekocht und dann machen wir in der Regel einen Live-Chill-Out mit Live-Musik. Alle liegen ganz entspannt auf dem Boden und das ist wie so eine Art Shavasana nach einer Yoga-Session. Um zu erklären, was bei Ecstatic Dance passiert, ist es manchmal ganz gut, erstmal so ein bisschen wissenschaftlichen Zugang zu legen. Ein Freund von mir, der ist klassischer Gitarrist und der wurde mal zu einem Experiment eingeladen, wo sie die Gehirnwellen von ihm und einem Kollegen gemessen haben, während sie gemeinsam musiziert haben. Und mit einem bildgebenden Verfahren haben die eben festgestellt, dass sich die Gehirnwellenmuster synchronisiert haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn ich bin mir sicher, dass genau dieser Effekt eben auch passiert, wenn man gemeinsam zu einem DJ-Set, gemeinsam zu Musik generell tanzt
dass sich die Menschen einfach miteinander synchronisieren und nicht nur die Gehirnwellenmuster, sondern eben auf allen Ebenen im Körper. Wie dieses energetische Netz sich irgendwie bildet und wir miteinander interagieren und uns inspirieren und auch untereinander ohne Sprache kommunizieren. Dadurch entsteht auch, weil die Menschen so verschieden sind, trotzdem auch so ein Konsens untereinander, weil man einfach die Erfahrung macht, dass man miteinander in einem Raum gemeinsam tanzen kann und es ist völlig egal, wo man eigentlich herkommt, also auch kultureller Hintergrund. Der spielt dabei einfach keine so wichtige Rolle, weil man sich auf gewisse gemeinsame Regeln einigt und ein gemeinsames Setting hat und dann in diesem Setting aufgeht. Ja, und das ist also sehr divers, das Publikum, was wir anziehen. Das ist eine der häufigsten Fragen, wie? Und dann tanzt sie da ganz ohne Alkohol? Ja, sie seid da komplett nüchtern und so, ja, wir sind komplett nüchtern. Und diese Angst, sich so zu zeigen, wie man ist, das hat einfach was damit zu tun, denke ich, dass wir in einer Kultur leben, wo es generell nicht wirklich erwünscht oder erlaubt ist, sich emotional zu zeigen. Und wir, in Deutschland muss alles funktionieren, muss alles straight sein, muss sich zusammenreißen, man muss funktionieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb so viele Leute zu uns kommen, weil sie merken, so, hey, Mann, hier gibt es einen Raum, wo man sich einfach mal so zeigen kann, wie man ist, ohne am nächsten Morgen mit einem fetten Kater aufzuwachen oder eventuell Dinge getan zu haben, die sie anschließend bereuen.